Hallo Römerin, Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon. Portale in die Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Ganz schön dunkel hier. Ich kann kaum die Hand vor Augen sehen. Wir werden uns wohl vortasten müssen. Ich habe das Gefühl, das hier könnte der Ausgang des Dungeons sein. Wollen wir uns das mal genauer ansehen, Doki? Natürlich, machen wir. Draußen ist ja so genauso dunkel. Ist es einfach schon Nacht? Ja, sind wir hier etwa in einem Wald? Ja, wie viel Zeit inzwischen wohl vergangen ist? Nachtara hat doch neulich gesagt, wenn man mit den Zugangskarten die Erdseen manipuliert, um einen Dungeon zu beschwören, wüsste man nie, was alles passieren kann. Könnte er das damit gemeint haben? Vielleicht beeinflussen die Zugangskarten ja auch irgendwie die Zeit. Die beiden haben gesagt, dass wir direkt am Fuße des Berges Genovea rauskommen. Also denke ich, dass wir hier richtig sind. Somnia müsste demnach ganz in der Nähe sein. Doch Trikefalo auch. Aber in dieser Dunkelheit finden wir sie nie. Und wir wollen natürlich nicht plötzlich Trikefalo in die Arme laufen. Wir haben keine Wahl. Wir sollten erstmal hier draußen übernachten. Alles klar. Machen wir. Mit dem kleinen Feuerchen. Irgendwie schon ein unheimlicher Wald, findest du nicht auch? Sag mal, wie lange ist es jetzt her, dass wir aufgebrochen sind? Zu Fuß dauert es normalerweise ein paar Tage zum Berg Genovea. Also haben wir die Zugangskarten benutzt, um das Ganze ein wenig zu beschleunigen. Tja, ich hoffe mal sehr, dass nicht zu viel Zeit vergangen ist. Denn falls zu viel Zeit vergangen ist, ist Somniam womöglich gar nicht mehr hier. Somniam, hoffentlich geht es ihr gut. Oh, aber es bringt dann doch nichts, sich jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen. Heute sollten wir früh schlafen gehen, damit wir morgen frisch sind. Aber was, wenn wir im Schlaf von Trikefalo angegriffen werden? Oh, nein, ich darf gar nicht daran denken. Wir müssen jetzt schlafen. Gute Nacht, Doki. Alles klar, schlaf gut. Oh, ein Traum vielleicht nochmal? Scheint so. Du, hörst du mich? Doki. Du bist Somniam. Bist du in Ordnung, Somniam? Bist du verletzt? Nein, es geht mir gut. Du bist also wirklich gekommen, um mich zu retten. Vielen, vielen Dank. Wo bist du jetzt? Wenn du den Wald, in dem du gerade bist, verlässt, kommst du in ein Felsgebiet. Ich verstecke mich im Schatten der Felsen dort. Aber Trikefalo kommt immer näher. Also kann ich hier nicht weg. Bitte, du musst mir helfen. Somniam, was ist los, Somniam? Somniam? Also, das... Ich muss schnell Teddy aufwecken. Teddy, komm mal auf. Wow! Doki, was ist denn? Oh nein, sag bloß, Trikefalo greift uns an. Nochmal Glück gehabt. Keine Spur von ihm, weit und breit. Oh je, ich habe etwas überreagiert. Aber was ist denn dann, Doki? Es ist ja noch mitten in der Nacht. Wir müssen los, Somniam ist da hinten. Was? Wir müssen sofort aufbrechen, um Somniam zu retten? Warum auf einmal die Eile? Sie hat mich im Traum besucht und so. Was? Du hast schon wieder geträumt? Und wenn wir nicht sofort gehen, stößt Somniam vielleicht etwas zu? Alles klar. In der Dunkelheit loszugehen ist zwar nicht ganz ungefährlich, aber gut. Wir haben offensichtlich keine Wahl. Gehen wir. Ja, Mann. Meine Augen haben sich inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt. Es dauert wohl noch etwas, bis wir aus dem Wald heraus sind. Und wenn wir den Wald hinter uns haben, kommen wir in dem Felsgebiet an. Wo sich Somniam versteckt, richtig? Ja. Wir beeilen uns lieber, bevor Somniam wirklich noch etwas Schlimmes zustößt. Dann gehen wir, Doki. Alles klar. Lagern. Wir lagern mal das. Wir lagern mal zwei Pirsifbeeren, eine Amrenabeere, Samen. Wir haben keine Belebersamen mehr, merke ich gerade. Zwei Top-Elixier können wir lagern. Drei können wir lagern. Wir brauchen nur zwei. Ein Flea-Op können wir auch noch. Zack, zack. Die ganzen Boxen. So. Mitnehmen Items bitte. Wir brauchen mehr Belebersamen, definitiv. Nehmen wir drei mit. Nehmen wir die Level-Samen mal mit? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, sonst brauchen wir soweit nichts. Ich nehme mal zwei Sinelbeeren mit. Ich weiß nicht, wie viele ich hatte. Wie viel hatte ich denn dabei?
Gar keine mehr. Okay, dann dürften die zwei erst hoffentlich ausreichen erstmal. Legen wir nochmal 1700 Poker ab und gehen durch. Steigern gleich nochmal unsere Abwehr mit Zink und so. Oh, erstmal sollten wir einen Schritt nach da gehen. Natürlich warten, ne? Oder hoffen, dass Feuerodem eigentlich nicht trifft, aber gut. Und Schlitter. So, ein Georg-Brock natürlich mitnehmen, ne? Okay, kurz warten. Und Schlitzer. Und Schlitzer. Wie sehen unsere Attacken nicht aus? Schlitzer ist auf dem guten Weg zu Level 4. Aeroas aber auch. Wir müssen als nächstes dann Aeroas auf jeden Fall machen. Würde ich sagen. So, ich wollte hier, ne? Eisen. Ein Doki. Eisen 1 Teddy. Und ein Zink. Doki. Komm, warum nicht, ne? Kann man doch machen. So, das war's erstmal. Ah, Poke. Und da oben schläft ein Pokémon, was wir gerne aufwecken wollen. Denn ein bisschen Erfahrungspunkte. Und es ist nur eins Pokémon. Ein Pokémon geht fit, würde ich sagen, ne? Geht fit. Finsterforst. Gab's den nicht sogar auch in einem Mystery Dungeon Teil? Ich glaube, in Mystery Dungeon 2 gab es den Finsterforst, oder? Was ist denn da oben? Oh Gott, oh Gott. Ich mach mal lieber Doppelhieb. Keine Angst davon, noch besiegt zu werden. Komm, Teddy. Gott, oh Gott, Teddy. Oh Gott, oh Gott. Mach mir nicht solche Angst, Teddy. Zack. Ein Reduz-Orb. So. Hier ist nichts tatsächlich. Wow. Also ein Finsterforst gab es auf jeden Fall in irgendeinem Pokémon Mystery Dungeon. Ich bin der Meinung, der war in Mystery Dungeon 2. Nein, in 1. Nein, 2. Nein, in 1. Nein, 2. Nein, in 1? Ich weiß es nicht genau. Uiuiuiui. Trigefalo ist doch die Weiterentwicklung von Chadrago, oder? Oder? Ich weiß es nicht genau. Aber ich denke, es sah so gut aus irgendwie. Komm, wir haben gerade einen Trainingssamen gefunden. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir essen den jetzt einfach mal. Training steigt schneller auf. Oder Attacken steigen schneller auf. So heißt Schlitzer. Und? Hat noch nicht gleich einen Punkt gebracht. Deutsch. Deutsche Sprache, schwere Sprache, du. Hier ist nichts, okay. Ja. Oh Gott. Ich kann kein Doppelhieb einsetzen. Uiuiui, Angst. Zack. So. Es ist so linear hier irgendwie. So, doch, schon. Einfach nur so komplett stumpf die ganze Zeit geradeaus hoch, okay. So, hier lang. Und hier ist die Treppe, sehr schön. Da war was auf dem Boden, nein! Oh, ich hab das Glitzern viel zu spät gesehen. I'm sorry, Leute. Ja, komm, Schlitzer. Au. Also. Au. Alter. Wir müssen aufpassen, ey. Wir kriegen so viel, also wir verballern hier so viele Belebersamen irgendwie. Das ist ein bisschen nicht gut. Würde ich jetzt mal so behaupten. Vor diesem Chadrago habe ich ja echt tatsächlich ein bisschen Angst, ne? Muss ich ja sagen. Ja, auch schon ein bisschen. Ein bisschen. So, da ist nochmal so ein Pokémon. Das geht fit eigentlich. So, Meistergriff. Zack. Geduld hat dir nicht geholfen. Oh Gott. Teddy. Okay. Hier ist keine Treppe. Hier ist nur so ein Weg.
Hier ist ein Item. Oh, Goldbarren. Sehr schön. Sehr schön. Dieses Goldband oder was? Nee, nicht Goldband. Dieses Band, was wir haben, ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Das ist halt echt richtig gut. So, dadurch, dass wir dann voll viele Goldbarren eigentlich finden durch das Glitzern auf dem Boden. Hier zum Beispiel, zack, Goldbarren. Sehr schön. Wir haben insgesamt 35 mittlerweile, was halt echt eine gute Anzahl ist. Oh nee. Okay, Teddy, musst du regeln. Level 27. Geht das? Ja, es geht. Nice. Oh, schön. Wenn Walzer halt trifft, ne? Und oft trifft, dann ist es halt einfach. Oh, dann ist GG, Alter. Au. Ja, ein bisschen Angst habe ich vor diesem... Wow. Okay. Ein bisschen Angst habe ich vor diesem Meistergriff. Würden wir nicht critten? Ich glaube, es war ein Crit, oder? Oh. Diese ganzen Sackgassen. Okay, zack. Da setze ich meine Drachenattacke lieber ein. Gegen das Pokémon setze ich auch Doppelhieb ein. Einmal trifft nur, oh Mann. Okay. Warum machen wir gerade so viel Damage? Weil wir ein Level-Up bekommen haben? Wegen dem einzigen Level-Up? What? Holy moly, ey. Holy fuck moly. Das ist doch nice. So. Gehen wir hier lang. Rennen wahrscheinlich wieder einmal im Kreis. Ja, da werden wir im Kreis gelaufen. Okay, hier ist ein Glitzer. Goldbarren. Ho! Oh! Wegen der Wasser, also weil, wow. Angst. Okay. Ich hatte Angst, dass er Teddy angreift. Ich hätte ihm einfach eine Zielbeere gerade geben sollen, oder? Oh Gott. Er hat 72 Damage, das... Hä? Komm her. Komm her. Danke. Hey, wieso hat er so wenig KP? Das ist echt krass. Sehr, sehr, sehr wenig KP. Dieses Pokémon. Wieso füllt Teddy keine KP auf? Aber wir auch nicht, ne? Nee, wir auch nicht. Oh, lol. Am Regen? Liegt das am Regen vielleicht? Dadurch, dass es regnet? Ich sollte mir angewöhnen, solche Tipps durchzulesen. Wenn die schon kommen. Ich habe gerade ein bisschen Angst, deswegen gehe ich hier gerade relativ vorsichtig durch. Ich will kein Pokémon, was in die Arme laufen, was mich halt einfach wegböllert. Instant. Ah, okay. Oh Gott. Oh. Ist nicht dein Ernst. Georock Box Regel. Aua, wow. Hätte mich der Walzer gerade getroffen, ne? Okay, was darf ich nicht mehr einsetzen? Doppelhieb, oh nein. Meine geilste Attacke darf ich nicht mehr einsetzen, oh. Okay, gegen das komme ich mit Schlitzer gut an. Gott, hier hätte ich jetzt gerade ganz gern meinen Dings, ne? Okay. Dann schläft dein Pokémon, hier ist aber auch nicht die Treppe, also ist das okay. Die Treppe ist echt hier unten in der Ecke irgendwie. Als ob, ey. Lol. Georock Brox gefunden, das ist sehr schön. Endlich finden wir davon mal welche. So, zack. Oh, hallo. Hallo, liebes Meistergriff. Zack. Ah, Zum Glück Geduld. Manche Attacken habe ich bei dem Pokémon auch echt Schiss. Winsterforce den 9. Hier. Poke aufheben. Poke ist immer toll. Immer, immer doll. Gott, hier ist ein
Okay, Poke. Oh Gott, als ob was. Okay. Doppel Dieb. Der Doppel Dieb ist bei Stufe 5, ne? Ich bin mal gespannt, ob das echt das Max-Level ist. Bin ich echt mal gespannt drauf. Komm, hier bei dem machen wir Schlitzer. Der hat nicht so viel KP und nicht so viel. Weiß nicht, der macht nicht so viel Schaden. Und Schlitzer. Oh Gott. Okay. Das Problem ist, ich brauche unbedingt ein Feld, weil meine Genauigkeit ist so tief gesunken gerade. Das ist unbelievable. Geh mal noch kein dieses Dingsfeld. Das Heilfeld. Nenne ich es jetzt einfach mal. Angst, 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 Angst. Schlitzer. Hier ist natürlich nichts. Eilen wir uns wieder hoch? Ich glaube ja, ne? Nein, Doppelhieb ist... Oh. Schlitzer. Oh Gott, oh Gott. Okay, Walzer hat geregelt, sehr schön. Gehen wir. Finster vor sie 10. Hier wäre jetzt dieses Feld gewesen, wisst ihr? Was ich auch definitiv gleich gebrauchen werde. Alter. Angst. Oh. Ganz vorsichtig lang gehen. Wenn ich eh gerade kein Pokémon in der Nähe habe oder so, kann ich halt meine Sinelbeere sparen und dann einfach durchs Laufen die KP auffüllen. Finde ich halt um einiges sinnvoller. Alter. Joa. Jetzt haben wir Aquana, Nachtara und Psyana. Cool. Blitzer, Flamara, Fulipurba heißt es, glaube ich. Und die anderen weiß ich nicht. Ich kenne nicht alle Evolution. Evolution. Teddy, ey. Du gönnst dir aber auch richtig, Teddy, ne? Du gönnst dir aber auch richtig, du. Ach komm, einmal im Kreislauf, mal alles klar. Doppeldieb. Oh, Stufe 5 ist nicht das höchste. Alles klar. Den Appellor brauche ich in diesem Spiel, wie es aussieht, echt gar nicht. Dadurch, dass ich halt das Versammlungscape habe. Aber gut. E11. Oh. Wie lang geht denn dieser Dungeon? Ich hätte nicht erwartet, dass der so lang geht. Aber wir müssen das besiegen hier. Was? Okay. Der Part ist jetzt auch bald wieder vorbei eigentlich. Oh, oi, oi. Oh, nicht Sandwirbel. Okay. Okay. E12. Alles klar. Und nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Bitte lass uns schnell die Treppe finden. Aua. Wir regenerieren nicht. Das ist so schön. Einfach Doppelhieb einsetzen, damit wir instant besiegen, die Pokémon. Fliorb gefunden, alles klar. Zack. Zack. Teddy Level 28. Das ist nice. Das ist sehr nice. Der Part ist trotzdem gleich vorbei. Mann. Und dass jetzt hier langsam das alles durchscrollt, macht es nicht besser. Treppe. Und im besten Fall letzte Ebene hier. Das wäre schon eigentlich gar nicht mal so ungeil. Es gibt gleich auch Essen. Keine Treppe. Das ist auch keine Treppe. Die Treppe ist dann hier. Ja, schön. Goldbarren, sehr geil. Alter, gibt noch eine Ebene. Oh, ich habe kein Dings mehr, scheiße.
Ja, Itemsperre, weiß ich, was das macht. Es ergibt Sinn. So, bitte schnell hier die Treppe finden. Oh Gott. Fuck. Nee. Oh Gott. Teddy, was machst du denn? Aua. Zack. Okay. What? Alter. Teddys Attacken gingen einfach alle daneben, okay. Gewissheit? Keine Ahnung, was mehr Damage macht. Beides gleich viel, okay. Circa. Okay, bitte jetzt schnell die Treppe finden. Die Ebene mache ich noch, Leute, und dann, wenn ich dann, ne, nicht die Treppe gefunden habe, ja, wenn der Dungeon dann nicht vorbei ist, so, dann beende ich den Part. Okay, er ist nicht vorbei. Ist hier in dem Raum gleich die Treppe? Nein, aber die Items nehme ich noch schnell mit. Dann würde ich sagen, beenden wir hier den Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!